Wenn wir sie nicht brauchen, packen wir sie halt wieder weg. Und fertig. So. Ich habe hier draußen irgendwas gehört. Oder war das wieder nix? Egal. Wir wollen Paper machen, haben wir gesagt. Paper, Paper, Paper. Da gehen wir zu unserer Paper-Insel. Paper Island. Unser Little Paper Island. Zack. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. So. Haben wir jetzt alles aufgesammelt oder haben wir jetzt die Hälfte in den Teich geschmissen? Ja, sieht ganz gut aus, ne? Wollen wir die Runde nochmal voll machen? Ja, ne? So. Juhu! Jetzt machen wir uns eine Paperwall. War das eigentlich ein Stick? Ja, ein Stick und 8 Blätter. Okay. So. Machen wir uns erstmal Blätter. Zack. 30 Blätter. Davon kriegen wir 3 Wände. Und wir haben keine Sticks, oder? Aufgepasst und mitgedacht. Dirt, 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 dirt. Wir haben noch nicht mal Holz, doch da. Gut. Sticks, Paper. 24 Wände. Oh, gar nicht so wenig. Das wirkt aber sehr bunt. Muss man ja schon sagen. So. Sieht eher aus wie so ein Raumteiler. Huch. Weg, weg, weg. So. Wollen wir das so machen? So. Und wenn ich jetzt hier einen Durchgang reinkloppe, wie sieht der aus? Gar nicht so übel, ne? Muss man von weiter weg gucken. Ich kann mir ja gar nicht so richtig. Ja. Ja, lassen wir erstmal, ne? Ich glaube, das lassen wir erstmal. Machen wir die noch ein bisschen länger. So. Oben auch noch. So. Schön. Also hier kommt Industrial Craft rein. Und dann machen wir tatsächlich die Smeltery nach oben. Ich mache sie nach oben. Das heißt, die Smeltery könnten wir aber eigentlich schon hier oben hinbauen. Wir müssten nur die Säulen noch machen. Aber die Säulen mache ich als erstes. Dass wir so ein bisschen so wie hier, so den Rahmen abgesteckt haben. Das hängt jetzt so alles in der Luft. Weil ich muss mir noch überlegen, wie ich die Außenwände mache. Die würde ich auch gerne aus Stein machen, aber halt irgendwie... Irgendwie auch nicht so 0815 Stein. Säulen haben wir natürlich wieder ganz wenige. So, dann müssen wir mal gucken, dass wir den mal richtig getisselt kriegen. Nee, das waren ja diese. Och nö, das waren die gebrannten Steine, ne? Das waren gebrannte Steine. Da habe ich bestimmt keine mehr von. Huch. Steine. Was arbeitet denn hier noch? Los, brenn ein paar Steine. Derweil suche ich ein bisschen weiter. Ich könnte ja irgendwo welche übersehen haben. Marble, Cobblestone. Ja, müssen wir wieder Cobblestone mitnehmen. Hab keinen mehr. Was haben wir hier? Flint, Limestone, Gravel. Ja, wir haben keinen Cleanstone mehr. Macht nix. Ich habe neuen Leder. Könnte einen Rucksack bauen. Ja. Ja.
Light Grey, also Wolle. Cracked Stone Bricks. Cracked. Sind die gechiselt? Nö. Nee, die heißen Cobblestone. Ich chisel den mal wieder zurück, weil wir hier normale Cobblestones haben und nicht alles durcheinander. So. Okay. So, jetzt können wir ja auch währenddessen nochmal die. Ups, Alter. Da. Nochmal die Setzlinge weg. Haben wir hier denn noch Bambus drin? Dann können wir noch ein paar Wände machen. Kein Bambus, kein Bambus, kein Bambus. Dann haben wir jetzt Bambus drin. Papier nehmen wir mit. Als Baumaterial, das nehmen wir auch. Ne, Bambus nehmen wir auch mit. Das legen wir uns da hinten in die Kiste. Das werden wir wahrscheinlich gleich noch brauchen. Kupfer legen wir weg. Das nehmen wir alles mit. Dirt. Ja, Dirt brauchen wir eigentlich so viel nicht. Hier haben wir uns Dirt hingeschmissen. So, was hast du? 21. Okay. Ach, Moment. Moment. 21 gechiselt in. In das. Ha, richtig. Haben wir wieder welche? Vier. Ja, die nehmen wir noch mit. Die vier Stück nehmen wir noch mit und dann bauen wir erstmal auf. Gucken, wie weit wir kommen. Aufhören, immer aufhören. So, los geht's. Also, hier kommt schon mal eine Säule hin. So. Huch. Runtergefallen. Und die Beine gebrochen. Also, wir werden wahrscheinlich noch. Hier fehlt noch eine Holzreihe. Wie konnte das denn passieren? Schnell ausbessern, bevor die Bauaufsicht kommt. Nein! Oh! Als ich das Geräusch gehört habe, dann habe ich es schon gewusst, dass schief geht. Aber na gut. So. Jetzt haben wir zumindest die Ecken abgesteckt. Kann sein, dass wir später bei den Türen oder so oder hier noch irgendwie Zwischensäulen machen oder so. Ja. Mäh. Okay. Die Säulen, dann packen wir jetzt mal alles wieder weg, was wir im Moment nicht brauchen. Wo sind die Säulen? Da. Den Cobblestone nehmen wir mit. Das nehmen wir auch alles mit. Die Stufen und so weiter und so fort. Nehmen wir mal alles mit. So. Okay, wo? Dann würde ich gerne hier in diese Richtung. Oder in diese. Nee, ich glaube eher in diese. So einen Ausleger bauen. Und darauf die Smeltery. Wäre das cool? Keine Ahnung, ob das cool wäre, aber ich mache das mal. Ich baue einfach mal drauf los. So, wenn wir das jetzt so machen würden. So. Huch. Falsch gebaut. So. Ich weiß jetzt gar nicht, wie groß wir die Smeltery bauen, aber ich glaube nicht zu groß von der Grundfläche her, meine ich. Wir brauchen auch noch ein bisschen Platz für die ganzen Pattern und Tables. Ja, machen wir mal noch ein. So. So, ne? Ich das jetzt so machen würde, mal runtergehen. So, und dann baue ich da natürlich Säulen runter als Stützen.
Dann müsste ich den wegnehmen, da geht dann die Säule. Nee, da geht nicht die Säule mit durch. Die Säule geht hier vorne vorher. Das heißt, wir müssen noch mehr Cobblestones brennen. Ja. Weil 13 Stück werden nicht reichen. Werden sind. Ach so, wir müssen hier auch noch natürlich erstmal schlafen gehen. Dann natürlich den Boden fortsetzen. So. Ab ins Bett und schlafen gehen. Gut, weiter geht's. Wir wollten brennen, brennen, brennen. Wir haben noch 4 Stück gehauen, dann nochmal welche rein. Haben wir noch Energie? Ja, ne? Oh, ganz voll. Reichlich. Chiseln wir uns die gerade mal zurecht. Wo haben wir sie? Da. So, 17 Stück. Mal gucken. Gucken, wo wir damit hinkommen. Gut, und dann brauche ich noch mal diesen anderen Stein. Den da. Zack. Wird wahrscheinlich auch nicht reichen. Macht nix. So. Ja, so, genau. Nein, 2 Stück. Ist das ein, was ist das eigentlich gewesen? Ist das 1, 2? War das jetzt normaler Kobbel? Ja, schön. Schön, dann sind wir ja. Hey, Schäfchen. Das ist aber das schwarze Schaf, ne? Du weißt, was das heißt, ne? Weißt du, was das heißt? Schwarzes Schaf. Deswegen ist er auch alleine. Der hat keine Familie. Das ist das schwarze Schaf. Soll ich dich adoptieren? Ja. Weiter geht's. Wir haben uns wieder ablenken lassen. So. Nein, nein, schon wieder alle. Aua. Hier dürfte mittlerweile. Jawohl. Das ist doch gar nicht mal so wenig. Damit können wir erstmal arbeiten. Wo haben wir so uns hingesteckt? Da. Den Chisel da weg. Der Chisel nervt, wenn man ihn braucht. Man kann nichts machen, wenn der ausgewählt ist. So. Klatschen wir hier noch eine Säule hin. Okay. Okay, dann könnte hier der Tinker's Table. Ja, wenn man da hinten noch ein bisschen Platz lässt, dann 1, 2, 3, 4, 5. Die Smeltery meine ich natürlich. 3, 4. Nee, da müssen wir noch ein bisschen weiter rausziehen. Ja. Okay. Und hier drinnen brauchen wir, will ich, hier drinnen machen wir Cobblestone, ne? Das wird sowas. Also Cobblestone chiseln meine ich. Das wird hier sowas wie eine Terrasse oder. Oder was weiß ich denn? So, was haben wir denn? Nee, so wird das nichts. Ich. Erstmal rausnehmen. Weil ich muss das sehen. Ich muss das sehen. Zack. So. So vielleicht? Oder so. So ist auch nicht schlecht. Versuchen wir mal so. Also, wenn wir das jetzt wiederfinden, das hier. Ja.
Also für eine Terrasse soll das wohl gut sein. Können wir dann schön grillen. Meine Kumpels sind alle. Schon wieder. Schon wieder alle. Zack, aufmachen bitte. Danke. Zack, nehme ich die gleich mit. Und dann noch ein Stack Kobbel. So, die anderen chiseln wir uns gleich zurecht. Da. So. Die Kobbels chiseln wir uns auch zurecht. Aber natürlich nur ein paar wenige, weil wir brauchen nicht mehr so viele. Gut, und los geht's. Die Beerenbüsche sind aber schon ganz schön hoch geworden, ne? Drei hoch. Ich glaube, höher wachsen die nicht, ne? Schätze ich mal. Können wir ordentlich von Saft machen. Aber ich dachte nicht, dass wir so wenig Hungerprobleme haben werden. Wir haben jetzt, das ist ja immer noch das Fleisch praktisch. Als wir gestartet sind, haben wir da ja so ein paar Tierchen gerupft. Davon haben wir immer noch ein bisschen Fleisch. Als wir das Leder gesammelt haben für den Rucksack, genau. Da haben wir Tierchen gerupft. Ich erinnere mich ein bisschen. Okay, hier müssen wir dann noch ein paar bisschen Leuchtmittel hinmachen. Erstmal irgendwie so. So. Wie wir das dann nachher gestalten, müssen wir mal gucken. Machen wir vielleicht einen Zaun oder so mit einem Gatter dahin. Und dann hier irgendwie einen Durchgang. Und dann können wir ja hier irgendwie was hinbauen. Schauen wir mal, schauen wir mal. Wenn ich das jetzt aus Stein mache, den Rest, also die Wände, wird das denn dann so aussehen, wie ich das gerne hätte? Das ist die große Frage. Oder kann man jetzt diese Baumstämme direkt? Nein, kann man nicht. Die kann man nicht chiseln. Die dann wahrscheinlich auch nicht. Okay. Okay. Und jetzt für Wände wäre mir das alles eigentlich zu dunkel. Es sei denn, wir nehmen farbigen, aber nee. Ich muss nur mal einen auf den Boden legen. Nehmen wir doch den. Das ist doch eh Cobblestone. So. Das denn noch. Hallo? Achso, da sind die noch alle drin. Dann geht das nicht. Nein, dann geht das nicht. Offensichtlich nicht. Nehmen wir jetzt so ein Bricks-Muster oder. Moment, ich lege auch noch mal so einen daneben. Was kann der denn hier noch alles? Oder so. Eine helle Variante. Nee, das ist mir zu bunt. Nee, Cobblestone wird's nicht. Cobblestone wird's nicht. Du bist ausgeschieden. Zack, weg. So, mal gleich zurück machen. Gleich zurück. Verwandeln. Transformen. Und dann müssen wir dich jetzt mal zurechtkloppen. Whitestone Brick. Na, Whitestone. Gar nicht so schlecht aus. Nee. Wie würde das aussehen, wenn ich da mal so. Sollte man so eine Wand hochziehen? Gucken, was daraus wird. So, wenn wir jetzt hier mal so einen kleinen Bereich zumachen würden. Hier oben wird es vielleicht ein Fenster. So, mal gucken.
Aua, alle Füße kaputt. Ja, das sieht aber gar nicht so schlecht aus, oder? Diese helle Farbe geht dann über in die Säule, also zum Beispiel, also farblich passt das. Und ein bisschen dunklen Akzent dabei. Ich glaube, das ist es. Aber dann kann ich jetzt aber, dann muss ich jetzt sogar den Furnace hier ganz voll knallen. Weil davon werden wir noch was brauchen. Und zwar auch was mehr. Oder wir bauen uns noch ein Furnace. Einen elektrischen. Kriegen wir das denn hin? Haben wir denn da den Stuff für? Mal gerade gucken. Für Furnace. Furnace von da. Genau, den brauchen wir. Redstone kriegen wir hin. Das Teil können wir uns schnell bauen. Dann brauchen wir 6 Kupferkabel, eine Eisenplatte und auch Redstone. Okay. Okay.